Erneuter Eklat im griechischen Fußball, das Topspiel zwischen Pokalsieger PAOK Saloniki und Spitzenreiter AEK Athen ist am Sonntagabend beim Stand von 0:0 kurz vor dem Ende abgebrochen worden. Nachdem das vermeintliche Führungstor der Gastgeber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden war, stürmten Clubpräsident Ivan Sauvidis und weitere Personen auf den Platz. Der Vereinsboss trug dabei offenbar eine Pistole am Gürtel, was Szenerie noch abstruser erscheinen lässt. Nach tumultartigen Szenen beendete der Schiedsrichter das Spiel vorzeitig. AEK-Spieler hatten den Platz zu SEM-Zeitpunkt bereits verlassen. Der griechische Fußballverband EPO hatte erst am Sonntag eine Strafe gegen PAOK wieder reduziert. Die Berufungskommission machte den Abzug von 3 Meisterschaftspunkten rückgängig, zudem wurde der Zuschauerausschluss für 2 Spiele annulliert. Die Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro bleibt aber bestehen. Bienvenu Angregeo Usauvides per le Presidente PAOK entre sur la Pelaustans les temps additionnel pour protester contre un bad refusal 90 e. Tous les modes ce pays résumé dans une vidéo. Matcharete. pic.twitter.com/q6hvbq8rhn Football Greg France at Foot Greg 11. März 2018 Fans belagern Moderator im TV-Studio am 25. Februar war es während des Spiels gegen Olympiakos Piräus zu dem bestraften Zwischenfall gekommen. Gästetrainer Oscar Garcia war von einem aus dem Publikum geworfenen Gegenstand am Kopf getroffen worden. Das Spiel wurde 3:0 für Olympiakos gewertet, was ebenfalls bestätigt wurde. Im Anschluss hatten wütende PAOK-Fans das TV-Studio des staatlichen Senders Ö3 gestürmt. Der Moderator wurde gezwungen, 5 Minuten lang ein Protestschreiben zu verlesen. Darin stand unter anderem, Strafe sei der größte Sportskandal der Geschichte. Die Fans verließen das Fernsehstudio jedoch friedlich, niemand wurde festgenommen.